Zurück bei mir. Herzlich willkommen. Wir spielen Taxi Live City Driving Simulator. Und jeder, der schon mal in der Stadt war, der weiß, nichts davon wird jetzt hier so passieren. Denn hier hält man sich wahrscheinlich an die Verkehrsrichtlinien im echten Straßenverkehr. Ist eher die Frage, wer sitzt denn im Auto und wer liegt unter dem Auto. So. Wenn du unten liegst, hast du Pech. Dann bist du falsch, dann bist du einfach kaputt. Hier habe ich schon mal, wie ihr seht, New Game Plus ausprobiert, weil ich wissen wollte, ob der das Thrustmaster Lenkrad, was ich hatte, ob das hier geht, aber leider nicht. Manfred Wang, weil mehr passt nicht rein. So heißt er jetzt halt. Modell, wie sieht er aus? Oh Mann, die sehen alle gleich schlimm aus, ne? Alle so, die haben alle diesen tödlichen Hide Your Pain Herald Gesichtsausdruck. Unternehmensname. Monster Taxi. Monster Ta. Monster Tags. Bin immer blöder. Warum gibst du mir denn so wenig Raum? Unternehmensfarben ist natürlich ganz klar pink. Oh, ist das eine Scheiße! So vielleicht. Monster Cab. V, nächste Stufe, was auch immer das heißt. Welcome to the vibrant city of Barcelona. Willst du Stellar Blade zocken, wenn es rauskommt? Ja, ich hab's ja eh schon, sogar die Demo habe ich schon. From the bustling narrow streets of the Gothic Quarter to the breathtaking landmarks the city has to offer, your journey as a taxi driver begins. Geil. You see breeze on your face as you cruise along sun-kissed beaches and embark on an unforgettable adventure. Embrace the spirit of Barcelona and become the most sought after taxi driver in town. Da ist er, Manfred. Hey Manfred. Er ist der beste Taxifahrer der Stadt. Von ihm habe ich gehört. Welcome to our driving school. Before you hit the bustling streets of Barcelona to ferry people around, we gotta teach you how to. You have the option to skip. In the future, ich kann Auto fahren. You'll be able to interact with the cabin to your heart's content. Right now, turn on the engine by pressing and holding the start button. Very good. The engine is turned on and red and orange icon. Very good. Now you can drive. Increase the speed by pressing the acceleration button and drive to the. Great job. Just keep in mind that the control system is, if you're ready, park the car in the marked space in front of you. Of course, you can change the view by pressing the view button. Excellent work. You've got the hang of controlling the car. Just a friendly reminder. Great. Let's get back to the cabin view. Press the view. Impressive. You can also use quick look features to make sure that a maneuver you want to make is safe. Test it. Press the quick look buttons. Excellent. You can also look back and lean forward for a better view. Test it. Press the look back and lean buttons. Additionally, in the cabin, you can use some buttons, so lehnt but all functions vorne, okay. Available here are also available. Now you can navigate through it with the tab change buttons. Awesome. Okay, you know the basics. Now you can try the car. If you feel ready for the drive along the curved line and park in the marked space. Drive slowly and control your position. Try to be in the middle. Very good. Park in the marked space to start the next stage. Let's practice parallel parking. Oh, nee! Stop the car in the designated point. Here are the steps. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. Once you reach the marked space, turn the wheels to the maximum right position and move forward slowly. Very good. Park in the marked space to start the next stage. Was sind denn das für Verkehrshütchen? Let's practice perpendicular reverse parking. You need to stop the car in the designated point. Huh? Here are the steps. Turn the wheels to the maximum left position and move backwards slowly.
Once the car is nearly in a parallel position to... Oh no, you crossed the line. Try again. You crossed the line! Let's practice perpendicular reverse parking. You need to stop the car in the designated point. Here are the steps. Oh no, you crossed the line. Ja, weil's auch dumm ist, wie du's erzählst! Let's practice perpendicular reverse parking. You need to stop the car in the designated point. Here, oh no. Ach so, jetzt habe ich erst gerafft, wie das Ding überhaupt aufgebaut ist. Perpendicular reverse parking. You need to stop the car in the designated point. Here are the steps. Oh no. Ach komm ey. Let's practice perpendicular reverse parking. You need to stop the car in the designated point. Here are the steps. Turn the wheels to the maximum left position and move backwards slowly. Once, very nice. Park in the marked space to start the next stage. Total gleich alles falsch gemacht. Aber es ist doch ein Taxispiel, warum muss ich die ganze Zeit parken? Let's practice making a Nein! Ficke dich, Tutorial! Was glaubst du denn, was du bist? Was Besseres, ne? Ich bring dir Autofahren bei. Ja, ich bring dir Atmen bei. Ich bring dir Laufen bei. Warum geht denn der Motor nicht an? Ach, muss ich vielleicht den ersten Stock? ersten Stock? Ersten. Warum gibt's denn hier so viele Sachen? Okay. Handbremse, ne? Wie ist die Handbremse? Wie geht die Handbremse aus? Ah. Ja, ich kenne halt nur die Hanfbremse und die ziehe ich nie. Ob das den Chef wütend machen wird. Ja, hätte man das Tutorium gespielt. Ja, hätte man den Deutschkurs zu Ende gemacht. Tutorium. Du bist ein Tutorium, Alter. Jeder Unfall kostet dich sehr viel Geld. 100 Euro. ich will nicht. Ich will nicht! So, wie kann ich den hupen? Wie kann ich den mitnehmen? Hier, sie wollen doch ein Taxi! Taxi! Steigen Sie ein, du Sau! Ja, keine Ahnung, wie ich jetzt hier jemanden mitnehme. Muss ich anhalten wahrscheinlich, ne? Ja, komm. Deswegen war das Parken so wichtig. An den Autosirenen hört man ihn kommen. Wo ist denn jetzt der Spacko, den ich hier mitnehmen soll? Immer besser. Hab nur nichts gemacht. Eine Person überfahren, einen Strafzettel bekommen. So, jetzt fahre ich mal hier hin. Will denn keiner von euch einsteigen? Auf Tastatur und Maus. Ach. Also ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wie ich den abholen soll. Hier wird angezeigt, aber ich kann nicht viel machen. Ja, ich weiß natürlich, ne, da hätte man das Tutorial spielen sollen. Aber ganz im Ernst, Leute, das Tutorial war scheiße langweilig. Ich hasse nichts mehr als dumme Tutorials, die wirklich mir Autofahren beibringen. Alter, ich kann Autofahren. Du hättest mir die Scheiße direkt in der ersten Sekunde beibringen sollen. Wie hole ich als Taxifahrer jemanden ab? Punkt. Mann, bisher ist das Spiel unnötig kompliziert. Nicht abgeschlossen, ne? Nix gemacht! Okay, nehme ich den nächsten. Macht doch einfach so einen fucking Kreis, Leute. Es ist voll bescheuert von euch. So.
Wer sagt, man kann nicht den ganzen Tag mit angezogener Handbremse rumfahren, der ist noch nicht mit Monster-Taxi gefahren. Das ist unsere Spezialität. Das und vorbeischleichen. Ohne Schaden zu machen, natürlich. Hupen ist mein Jubeln. Hi. Okay. Mike Obama, du kannst gerne abhauen. Du bist hier nicht erwünscht. Tschüss. Okay, weiter geht's. Okay, einmal... Okay, das ist ein unnötiger Umweg. Das wäre auch besser gegangen. Einfach querfeldein wäre besser gewesen, ich sag's euch. Sag mal, da fährt doch auch jemand. Das ist meine Aufgabe, dahin? Hat da jemand gerufen, oder was? Na gut, okay, soll ich wohl hin. Aber da sind doch überall bessere Passagiere. Oh, ich hätte so gern mal wieder ein neues Crazy Taxi mit einer geilen Optik. Ich weiß, da kommt ja bald eins. Kannst du bitte drive more responsibly? Mike Obama, du bist der Loser, der hier im Chat rumnervt, ne? Nur mal so, du bist derjenige, der hier nicht erwünscht ist. Nicht umgekehrt. Alter! So. Also ich muss sagen, aber optisch, ich meine, vergleich das mal mit... Ich meine, das ist... Ja, vergleich das mal mit Chase HQ, was wir gerade gespielt haben. Ist natürlich ein bisschen schwer. Nee. What's wrong with you? Fuck. Der Kunde hat keine Geduld mehr. Fahr das nächste Mal vorsichtig. Der hat doch gar nicht mitgekriegt, dass ich dabei war, dahin zu kommen. Der sitzt doch gar nicht mit drin. Ich mir jetzt einfach ein. Interessante Architektur. Okay. Taximon. Alles für die Familie, die zu Hause wartet vor leeren Tellern. Das ist doch eine Straße, oder? Ey, ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier nicht mehr raus. Was ist denn heute mit Autos? Den hole ich mir. Ist eigentlich interessant, dass der Taxifahrer sich hier aussuchen kann, wen er abholt. Ich weiß, obwohl, ist das eine echte auch so? Ich weiß nicht, ich bin kein Taxifahrer. Ist schon fast mehr Uber als Taxi, ne? Nee. Ei, das Auto ist original jetzt schon leer, ne? Der Tank ist leer und ich roll zurück. Möp! Hat ihr es gesehen? Instant Schaden. Ach komm, das ist doch nur, das kannst du mit dem Edding, kannst du das wieder wegrubbeln. Alter. Ich hab doch keinen Sprit. Ich glaube, ich muss echt aufgeben jetzt. Hab ich nicht irgendwo noch einen... Muss irgendwo auch noch einen Ersatzkanister haben. Was macht man, wenn man keinen Sprit mehr hat? Ja, hast du vielleicht mal ein bisschen was für mich? Man kann ja auch nicht aussteigen, ne? Hier vielleicht noch. Nee, ich glaube, ich hab mich gesoftblockt. Oh, das ist eigentlich auch ganz gut. Werde ich gleich mal gucken, ob das Streamer geeignete Musik ist.
Da, schnelles Auftanken. Ach Gott, das hat richtig Geld gekostet jetzt. Eieiei. Radarfalle? Gut, dass die angezeigt wird. Man kann die sich sogar, seht ihr, ne? Man kann die sich sogar, glaube ich, sogar nacheinander irgendwie planen. Manuel Izquierdo. Der sieht eigentlich ganz gut aus. Nee, der ist auch wieder so weit weg. Nee, das ist nichts. Das ist alles nichts. Aber ich bin hier auf einer Schnellstraße, ne? Ich kann hier gar nicht anders fahren. Ich fahre dann hier, dann fahre ich hier zu diesem interessanten Architekturding. Und dann vielleicht einfach hier ein bisschen Richtung Hafen. Nee, ne? Es geht nur über diesen krassen schnellen Weg hier. Über die Schnellstraße. Das ist ja ärgerlich. Vielleicht dann dich? Alter, guckt euch das an. Das ist doch kein Weg. Okay, nehme ich dich. Naja, anders geht's nicht. Das ist schon eine coole Perspektive, die Haubenperspektive, ne? Hat man irgendwie guten Überblick, hat auch ein schönes Geschwindigkeitsgefühl. Vielleicht sollte man da so einen Fahrersitz noch, einen Passagiersitz vorne dran machen. Möchten Sie auf die Haube oder ganz langweilig hinten sitzen? Och, ich nehme die Haube. Diese kleine Kante. Ja, warte doch mal bitte. Siehst du denn nicht, was hier passiert ist? Ich frage mich gerade, ob so Kanten... Alter, wie frisst jetzt? Ob solche Kanten hier, ob die in echt... nicht eigentlich verboten wären oder so. Das wirkt auf mich wie so ein typisches, klassisches Fehler, so ein kleiner Fehler in der Straßenführung. Wenn man da nämlich irgendwo einen Fehler macht und am Rand entlang fährt, knallst du ja voll auf diese Kante. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich... Oh, sieht auch toll aus. Noch schneller. Scheiße, ich weiß nicht mal, was jetzt passiert ist gerade. Aber wollte ich denn... Ich bin Geisterfahrer, ihr habt's ja völlig recht. Ihr habt völlig recht. Ich bin Geisterfahrer. Einfach falsch gefahren die ganze Zeit. Na gut, egal. Man muss auch Holzwege zu Ende fahren. Ja, ist ja gut. So, da. Ist doch noch alles in Ordnung. Auto ist doch noch gut. Warum dreht... Okay, es will offensichtlich nicht, dass ich hier... Es hat schon weg. Der Taxi-Simulator ist der absolute Horror. Okay. Warte mal. Ich will doch nur nachtanken. Wie war das nochmal? Auch nicht. Guck mal, was hier alles... Ey, es ist echt schon geil, ne? Eigentlich ist es echt geil, was das Spiel alles bietet. Also, ich bin ja einfach überhaupt nicht so der Autofahr-Dude. Und kenne das auch in echt nicht, tatsächlich. Aber ich muss sagen, dass, wie das hier umgesetzt ist und so, die ganzen Sachen, die man hat, ist schon irgendwie nicht schlecht. Ja, ich brauche halt wieder Sprit, ne? Weiß einfach nicht, wie ich den kriegen kann. Hier war's, ne? Notfall... noch irgendwas anderes zur Tankstelle abschleppen. Das ist doch eigentlich besser, oder? Das kostet nur 50. Ist weniger als Notbenzin. Ist wahrscheinlich, wenn man noch einen Auftrag hat, den man ab... Habe ich denn jetzt schon geparkt? Ich hab noch nicht getankt, ne? Jetzt tanke ich. Das ist sogar geil, sogar manuell tanken und sehen, wie die Kohle weggeht.
Was hat das Auto für einen Minitank? Das sind die neuen Autos. Kannst du nicht mehr viel reinpacken, kannst du auch nicht mehr lange fahren. Kannst der Umwelt nicht schaden. Geht wieder nicht. Komisch, eigentlich. Jetzt hat er mir die falschen Button gezeigt. Jetzt weiß ich nicht, ob die Musik, die man hier auswählt, ob die halt in irgendeiner Form vielleicht rechtemäßig nicht ganz legit ist. Aber ich werde es mal probieren. Komm, wir machen es einfach mal. Geht das nochmal? So. Radio. Das ist doch, wovon ich rede. Rückwärts eingepackt. Warte mal, kann ich jetzt auch nach hinten so gucken? Nee, geht leider. Aus der Perspektive geht's nicht. Aber aus der geht's, ne? Müsste eigentlich. Dachte, dass es so einen Shortcut gibt, ne? Naja, egal. Komm, wir machen's jetzt. Hier, Auto! Du bist. Das ist mein Parkplatz! Ich fahre einfach ganz langsam zurück. Er lässt mich nicht. Das gibt's ja nicht. Da kriege ich direkt Road Rage. Ach, endlich. Oh. Komm ins Taxi von Monster Cab, komm ins Taxi, komm ins Taxi. Du bist geil, hier alles ist super. Komm ins Taxi, die Sitze sind vorgeheizt. Oh. Häng ich fest? Habe ich den Motor abgewürgt? Es ist echt Tag 1. Tag 1 meines Auto, meines neuen Autofahrberufs. Ach, ich hatte einen Kunden dabei. Oh Gott, das ist wirklich furchtbar. Es ist ja wirklich furchtbar, ich hatte einen Kunden dabei. Der wollte ja irgendwo hin. Naja. Irgendwas ist immer. Dafür habe ich die gute Musik an. Das machen wir mal. Ach nee, können wir gerade nicht. Ist auf der anderen Seite. Nehmen wir den. Alima Arnold. Ja, du sagst, das Crazy Taxi war der Hammer. Ich freue mich echt drauf, wenn es in der Remastered-Version nochmal erscheint. Da ist natürlich die Musik sehr, sehr wichtig gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Spiel selbst mich auch sehr in seinen Bann gezogen hat. Aber ich glaube auch, dass die Musik sehr, sehr wichtig ist. Und die Rechte haben sie leider nicht. Mal gucken. Es ist nicht mehr dasselbe, wenn nicht Offspring am Anfang kommt. Ich glaube, es war Offspring, aber auf jeden Fall. Ne, dieser eine Track, ich weiß leider nicht mehr, der hat mit diesem Ja, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Das ist, glaube ich, Offspring, ne? Das ist so für mich die ultimative Musik für genau dieses Spiel auch. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich fahre im Moment noch nicht mal selbst. Ich häng fest. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, mich festzusetzen. Für immer. Okay, gut. Ist ein bisschen schwerer, das Spiel. Aber wir kommen durch. Ist interessant, weil wahrscheinlich gibt's dann ja auch noch irgendwelche Leute, die sagen, ey, mach mal die Klimaanlage an oder aus, ne? Ich mach sie mal an. Ich glaube, ich muss mich hier irgendwie raustransportieren lassen. Ich hänge hier irgendwie fest, tatsächlich.
All I Want von Offspring. Genau, das ist es. Handbremse an, ich weiß. Quietsch! Da. Ein Mann, ein Taxi, ein Fahrpreis. Kannst du ihn bezahlen? Dann ist es okay. Aber kannst du nicht zahlen? Kannst du den Taxipreis nicht zahlen? Dann kommt er dich holen. Er ist der Eintreiber. Das Auto fährt sich wahrscheinlich, weil ich es kaputt gemacht habe. Sowas von lahm. Und sowas von schräg. Oh, Fahrräder, die Konkurrenz, die muss ich kaputt machen. Na, geht nicht. Vielleicht andersrum. Es ist ein Unfall. Mann, nicht mal als das bin ich zu gebrauchen. Ich will da lang jetzt. Ja, das ist jetzt meine Straße. Okay, ich geb's auf. Ich muss, mein Gott, wer hätte gedacht, dass man sich hier an die Regeln halten muss? Wenn sie nicht kotzen, geht die Fahrt aufs Haus. Moment. Ein schlechter Deal für jeden. Oh ja, meine Reifen sind, glaube ich, ein bisschen im Arsch. Der ist sehr, das Ding fährt sich jetzt gerade sehr schwammig. Muss ich auf jeden Fall mal reparieren. Aber ich muss sagen, jetzt mal ernsthaft, guck mal, Gott, bei all dem Gelaber. Wir alle wissen ja, ich habe keine Ahnung von dem Spiel, bla 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 bla. Wissen wir ja alle. Deswegen ist das jetzt nicht repräsentativ, wie ich spiele. Aber es sieht doch eigentlich ganz cool aus, oder? Es hat doch eigentlich all die Sachen, die man... Wenn ich jetzt einen Taxisimulator will, dann ist es schon der Richtige. Weil die Optik ist gut, so die ganzen Details, die Straßen sind schön voll. Es sieht auch irgendwie gut aus hier mit diesen... Ah, okay, ich muss vorsichtig fahren. Hast du mein Auto gesehen? Du bist eingestiegen, also hast du den Deal... Hey, was mache ich denn? Also wenn man das Auto ausmacht, dann hat er auch schon keinen Bock mehr. Ey, Leute! Ich weiß, es war ein Zebrastreifen. Ich weiß das. Ach, schon wieder kein Fall. Noch keinen einzigen Job gemacht. Das tut mir echt leid mit dem Zebrastreifen. Aber ich dachte halt, die bleiben vielleicht einfach stehen, weil die sehen, dass ich nicht anhalte. Kannst du nicht mit argumentieren, ne? Kannst du nicht mit da kommen? Na gut, dann werde ich erstmal tanken. Ganzen Tag lang. Nur am Rumfahren und tanken. Das macht mich jetzt schon wahnsinnig wütend, dass ihr hier denkt. Ich warte auf euch. Nein! Ja, da wissen wir also schon mal, wenn das mit dem Stream nichts wird, ist dieser Job keine Alternative. Ja, dazu. Alles so Doppelstraßen. Ich darf hier eigentlich gar nicht fahren. Ey, mein Auto fährt sich so scheiße mittlerweile. Ihr seht das ja nicht, aber es ist so lahm und lässt sich so schwer steuern wie so ein Panzer. Irgendwas ist mit den Reifen. Ich sollte es vielleicht wirklich mal reparieren lassen. Aber dafür brauche ich Kunden. Und dafür brauche ich ein funktionierendes Auto. Und dafür brauche ich Sprit. Nur Autowäsche oder Autoreparatur? Machen wir mal Autowäsche, komm. Vollwäsche. Kostet ja mehr, als wenn ich tanke. Auto komplett zum Schrott gefahren. Aber Hauptsache, es ist sauber. Ah.
foltern. Oh. Okay, endlich. Nun suchen wir uns einen nahestehenden... Wir werden einen Fahrgast, werden wir aber sowas heute von abliefern. Ach so, Motor an. Ach komm, jetzt ernsthaft? Mittendrin entscheidet sie sich einfach zurückzugehen. Na gut, ist ja dein Zebrastreifen. Die Musik verleitet zum schnelleren Fahren. Vielleicht muss ich irgendwas Ruhigeres finden. Und ich muss auch scheinbar mein Auto reparieren, und zwar ganz. Selbst diese Kamerageschichten so sind gar nicht so schlecht. Okay, Notreparatur, schnelle Reparatur. Habe ich kein Geld für. Vielleicht nach diesem... Nee, Moment. Ganz langsam fahre ich jetzt gegen den Mülleimer. Nee, ich kann aus irgendeinem Grund jetzt nicht schnell reparieren. Polizei rufen, in die Garage abschleppen, Tankstelle, schnelles Auftanken. Nee, bringt alles nichts. Mach mal schnelles Auftanken, aber das, ne, mache ich nur zur Sicherheit. Ich meine, die... Hör nicht auf, mir das zu sagen, aber ich kann es ja nun mal leider nicht jetzt machen. Es ist aber auch nicht, hat nichts mit Geld zu tun. Ich habe 1000, also daran liegt es jetzt dann doch nicht. Nee, komm, fahr jetzt mal. Es geht die ganze Zeit aus. Jetzt fahre ich schon nicht mehr. Es ist einfach komplett kaputt, jetzt geht's nicht mehr. Gerade wo ich einen Fahrgast hatte. Oh, der will durch die ganze Stadt. Das hätte ich eh nicht geschafft. Naja, okay. Nee, also aus irgendeinem Grund geht die schnelle Reparatur nicht. Dann habe ich keine Wahl. Dann muss ich mich abschleppen lassen in die Garage. Mit dem Kunden. Komplett alles weg. Komplett Reparatur. Habe ich den Kunden noch? Nein. Okay, jetzt aber. Das kann nicht. Es dauert ewig, einen Kunden zu haben. Ich verstehe nicht, wie die damit Geld machen können. Was machen die anders als ich? Vielleicht verbrauchen sie nicht 90% ihres Budgets für Reparaturen und Sprit. Es ist ein guter Taxisimulator, also muss ich jetzt wirklich sagen. Er bietet wirklich exakt das, was man sich darunter vorstellt. Hello! Na? Und? Was haben Sie gemacht? Wie geht's Ihnen so? Haben Sie was gemacht, was Schönes in der Stadt? Sind Sie aus der Stadt? Sind Sie schon länger hier? Hey, Sie reden ja gar nicht mit mir, während ich fahre. Ah! So, anschnallen! Wir müssen anschnallen! Wir müssen weg! Haben wir nochmal geschafft, ne? Haben wir geschafft! Keine Geduld mehr. Der war eine Sekunde gerade mal da. Dabei habe ich so eine funky Musik. Den hier. Ich fahre doch nicht einmal... Das ist immer dieses... Fahren Sie bitte so, wie die Straße gedacht ist und die Polizei es vorgibt. Das ist doch Quatsch. Das ist doch für die Umwelt total schädlich, wenn ich jetzt hier um die Ecke fahre. So ist das doch viel besser.
Okay, das ist er jetzt. Der erste Fahrgast des Tages. Ich fahre auch ganz vorsichtig. Ich sag Ihnen, ich habe einen Tag hinter mir. Ich habe schon zweimal hab ich in der Garage gesessen. Dann habe ich auch noch hier ein, zwei Fahrgäste sind ausgestiegen. Na, sie stehen mir, aber sie steigen mir nicht aus. Ne? Sie steigen mir nicht aus. Geradeaus fahre ich. Ist jetzt ein bisschen länger. Macht ein bisschen, macht den Preis ein bisschen höher. Aber komm, ich habe vier Kinder. Das ist okay für Sie. Sie sehen doch, Sie haben doch ein gutes, Sie haben doch gute Klamotten an. Sie sehen aus wie jemand, der auch mal ein bisschen mehr zahlen kann. So, hier müssen wir jetzt anhalten. Tut mir auch leid. Jetzt fahren wir weiter. Ich bin richtig nerviger Taxifahrer. Ich habe schon so viele anstrengende Taxifahrer erlebt. Kann ich alles aus dem FF abspulen. Das Beste war der, der mir in Hanau einfach alle Orte gezeigt hat, an denen irgendwelche Leute umgebracht wurden. Ja, und da haben sie auch jemanden abgefackelt. Das war ja krass. Und hier drüben links, da haben sie dann auch, da haben sie eine ganze Familie umgebracht. Hat er echt so mir eine komplett Sightseeing-Tour durch Hanau gegeben, quasi durch die Kriminalstatistik von Hanau. Und ich wollte einfach nur, ich wollte einfach nur zum Ziel. Nee, ich glaube, Taxifahrer wäre wirklich nichts für mich. Ich mag zwar an sich Autofahren und meine Frau sagt aus irgendeinem Grund immer wieder, dass ich Autofahren kann. Und ich denke jedes Mal, nee, ich glaube, du bist einfach nur so schlecht, dass ich für dich aussehe wie ein guter Fahrer. Aber ich kann, also wenn ich rase, sind sie sauer. Wenn ich normal fahre, sind sie sauer. Ich habe doch sogar abgekürzt. Ich meine, das würde normalerweise nicht passieren. Welche Kunden können denn mittendrin einfach aussteigen und sagen, ach, das dauert mir jetzt zu lange. Nö, die sind jetzt die Hälfte gefahren. Kann ja jeder sagen dann, ja, ich will irgendwie ans Ende der Stadt und ab der Hälfte steigst du aus und da wolltest du eigentlich hin. Nö, sie sind mir zu langsam. Der ist es jetzt. Okay, volle... Guck dir mal die Geduld an. Guck dir mal dem seine Geduld an. Wie soll ich das denn machen in den paar Sekunden? Ist die jetzt schon wieder vorbei? Ich verstehe nicht, wie ich das schneller machen soll und gleichzeitig noch sicher fahren soll. Das ist wahrscheinlich das große Rätsel der Taxifahrerei. Ah, der Balken voll ist gut. Okay. Da ist ja auch die Geduld. Also nicht zu schnell, nicht zu langsam, bei Rot anhalten, nicht in die falschen Straßen fahren. Ach ja, Arschgeil. Was? Mitten auf dem Weg, ne? Der Reifen dreht, das Auto steht, der Taxifahrer fährt immer. Das ist mein Song, den habe ich geschrieben. Ich, vielleicht sind sie ja Produzentin, ich werde ihn denen jetzt mal vorspielen. Der Reifen dreht, das Auto steht, der Taxifahrer. Do you know the origin of Barcelona? Ach, der redet schon. Ja. Yes, I do. Could you tell me more about it? It was founded as a Roman colony in the 1st century BC under the name Barcino. Can you tell me more about the culture of Barcelona? Oh, da gibt's ein Trinkgeld, ne? Da lockt das Trinkgeld. Barcelona is known for the arts, especially architecture. Und das rollende R und das zuckende S. That sounds really interesting. Thanks for sharing. So läuft das, liebe Taxifahrer. Wenn jemand fragt, dürft ihr auch gerne eine Geschichte erzählen. Aber nur weil er in eurem Auto ist, zählt das nicht. Weil der muss ja in euer Auto, weil ihr seid ein Taxi. Was ihr nicht seid, ist ein Entertainment-Programm. Rot.
Ich hab's nicht gesehen, die Blende war im Weg. Das wird mir helfen vor Gericht. Ich bring den Fahrgast nach Hause. Ich bin der Taximann. Ich bring das Taxi an den Mann ran. Bin der Taximann. Heute kommt die Kohle rein. Heute lass ich Fahrgast mal Fahrgast sein. Bei Rot halte ich an, bei Grün fahre ich weiter. Gelb weiß ich nicht genau, habe ich nicht gelesen, was das soll. Ich nehme an, da kann man machen, wie man will. Au, das Fahrrad! Die Geduld geht nach unten. Offensichtlich ist er selbst Fahrradfahrer. Ach Gott, ist das ärgerlich. 600 Meter. 50% Geduld. Was soll das? Kann auch mal einer von euch wirklich die Straßenüberquerung beenden? Alle laufen hin zurück. Du, was mit dir? Willst du? Willst du nicht? Okay. Können Sie nicht glauben, ne? Der Taxifahrer. Da habe ich noch keinen Text, aber komm noch. Und was meinen Sie? Habe ich eine Chance? Habe ich eine Chance? Bei The Voice? Ich schaffe es. Ich hoffe, Simon fährt kein Auto im Real Life. Definitiv nicht, Leute. Ich weiß auch, dass ich richtig scheiße bin. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich in irgendeiner Hinsicht das nicht selbst gelernt hätte. Ich weiß noch, dass ich mal, habe ich häufiger auch Leute gefahren natürlich und so. Also wenn man ein Auto hat, ist man dann immer der Dude, der alle fährt. Und ich weiß noch, dass ich einmal mit, ich bin ja jemand, ich rede dann mit den Leuten, das mache ich auch während des Fahrens natürlich, jetzt nicht mehr vielleicht, aber damals. Und dann weiß ich noch, wie ich mich so umdrehe und so mit den Leuten rede und alle so, Kurve! Und dann war vor mir halt einfach eine Kurve, die ich kenne, weil die war in meinem Kaff. Das ist quasi die Kurve, die ich immer kenne. Und dahinter ist ein riesen Stein, damit die Leute auch ja nicht weiter als bis zu diesem Stein fahren. Und ich bin gerade so noch, habe ich die Kurve gekriegt und habe uns alle nicht gegen diesen Stein gefahren. Und ein anderes Mal, als ich beinahe in einen Tanklaster reingefahren bin, habe ich auch noch rechtzeitig gebremst. Aber was mein Problem ist, ist, ich bin niemand, der lange Aufmerksamkeit hat. Das ist einfach bei mir, ich weiß nicht, ob es ADHS ist oder ob es einfach nur vielleicht auch ein bisschen Dummheit ist oder einfach nur durch Weed gelöchertes Gehirn. Alles ist möglich. Auf jeden Fall kann ich mich schwer für so einen langen Zeitraum konzentrieren. Und dann passiert immer irgendwas. Jetzt, das hier war jetzt schon richtige krasse Anstrengung für mich. Die erste Fahrt abgefahren. Ah, Sie sind jetzt Taxifahrer. Was hat denn das gekostet? Was habe ich denn bekommen? 3 Kilometer 486. 535 Euro. Da kannst du ja in dem Haus, in dem Auto kannst du ja wohnen. Das ist ja quasi Miete. Oh Mann, ey. Ich nehme direkt den nächsten. Und sogar noch ein bisschen Stadtführungstrinkgeld bekommen. Ja, also, ne, normalerweise muss man ja anhalten, wenn wenn die an dem Bürgersteig stehen. Aber guck mal, also jetzt mal ernsthaft, zählt mal bitte hier die Bürgersteige. Alle 5 Meter Bürgersteig. Nicht überall Zebrastreifen, meine ich natürlich. Alle 5 Meter Bürgersteig wäre auf jeden Fall komisch. Ja, sie müssen da hüpfen, von Bürgersteig zu Bürgersteig. So kommen sie weiter. Aber die Autos sind überall. Jetzt kommen. Das ist cool. Das ist eine gut gestaltete Straße mit sehr, sehr vielen... Ich fahr mal falsch. Ah, shit, okay, und direkt kommt jemand. Ja, ja, okay, ich hab's gehört. Schön hupen, als wäre es seine Schuld. Doch, hier hat man wirklich so das Gefühl, auch eine gefährliche, komplizierte, komplexe, unstrukturierte Stadt vor sich zu haben, die für einen Taxifahrer der absolute Horror ist.
mit den ganzen Einbahnstraßen und den ganzen Zebrastreifen. Nein, ich habe Vorfahrt. Links vor rechts. Wie in der Politik. Oh, guck mal hier, Bruce Lee. Da wartet sie schon. Ist genervt, tippelt schon so ein bisschen mit den Füßen. Hello. Nee, ich persönlich finde es ganz gut, wenn Leute checken, dass sie einfach nicht derjenige sind, der ein, weiß ich nicht, 1,8 Tonnen schweres Mordinstrument über die Straße fahren sollte. Da bin ich aber nicht der Richtige für. Da sind mir die Menschen dann doch zu lieb, dass ich sie nicht unbedingt vorne an der Windschutzscheibe haben will. Und ich glaube, ich bin einfach jemand, der eigentlich dürfte ich kein Auto fahren. Also ich weiß es nicht. Wie gesagt, die Leute, die mich dann so jetzt ab und zu mal fahren sehen, sind überrascht, dass ich so gut fahren kann, weil ich ja nie fahre. Und ich weiß noch, in Kapstadt bin ich dann auch links gefahren und so. Und das war dann alles kein Problem. Also es ist an sich eigentlich kein Problem. Aber ich selbst habe immer das Gefühl, das wird nichts. Und gleich baust du einen Unfall. Und dann sind immer diese Kreuzungen, wo man so Doppel-Dreifach-Kreuzungen, wo du so über mehrere Straßen fahren musst. Und das sind immer so Kreuzungen, die machen mir extrem Angst, weil ich echt nicht weiß, wie man die befährt. Weil da so viel schief gehen kann und du quasi on the fly musst du auf die Bodenmarkierungen achten, musst rauskriegen, wo da eigentlich jetzt genau wer Vorfahrt hat und wer wen wie überholen kann. Und das alles im Kreisverkehr noch während einer Kreuzung und so. Also alles diese ganz furchtbaren Riesenkreuzungen. Da habe ich immer noch Respekt vor, weil ich dann teilweise, da steht man ja teilweise dann auch mitten auf der Straße und dann sind die Ampeln rot und, ne, und du musst dann quasi einfach rigoros dir deinen Kap, deinen Platz erkämpfen auf der Straße. Und das kann ich nicht so gut. Also ich bin dann eher der einfach schockiert irgendwo stehen bleibt und sich überlegt, Moment, was muss ich jetzt eigentlich machen? Nee, also Autofahren, nix für mich. Aber halt auch noch nie einen Unfall gehabt. Außer den, als mich Ede in ein anderes Auto reingeschoben hat. Nee, als Ede ein anderes Auto in mich reingeschoben hat. Das stimmt, so war das. Und ich habe noch einmal habe ich einen Unfall provoziert. Also da war auch mein Auto war völlig unbeschädigt, aber ich war an der Kreuzung auf einer Ampel, die ich kenne. Und ich war so schlaftrunken, so dieses übliche, wenn du nur noch auf Automatismus fährst, weil du die Ecken kennst. Und dann ist da eine Ampel und auch eine Ampel für Rechtsabbieger und die nach rechts wurde grün. Und ich habe das nur so peripher wahrgenommen. Ey, du sollst fahren. Ich kann doch nichts dafür, der steht doch, siehst du das nicht? Geduld ist gleich weg. Oh Mann, ich hab's fast. Ja, jedenfalls wurde es grün für die Rechtsabbieger. Ich war aber auf der Geradeausspur, bin geradeaus gefahren und merke auf der Kreuzung, Moment mal, die fahren ja alle auf meine Spuren zu. Und dann habe ich gebremst, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und dann haben die auch gebremst, weil sie sich gewundert haben, dass jemand auf sie zugefahren kommt, obwohl sie grün haben. Und dann ist jemand auf den, der gebremst hat, aufgefahren. Und das war natürlich meine Schuld, dadurch, dass ich halt falsch über die Kreuzung bin. Das ist aber der einzige Unfall, den ich jemals wirklich provoziert habe, der wirklich jemals passiert ist. Ey, jetzt ernsthaft, ist doch grün. Das meine ich. Was? Der ganze Verkehr wird aufgehalten. Aber warum? Sowas ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Sowas will doch keiner von dem Spiel. Mann! Das war jetzt wirklich mal nicht meine Schuld, oder? Die suchen sich immer den krassesten, längsten Weg zu den Leuten. So, jetzt könnt ihr auch mal alle warten. Na gut. Voll das Übersteuern. Man hat es voll gemerkt. So, ah, er verliert die Kontrolle. Da hat das. Das war jetzt der eine, der Lenkversuch, der das Ende einläutete. Also, ich sag mal so: Ich habe Leute gesehen, die so Taxi fahren. Also, darf ich das auch?
finde das so gemein, dass die Kunden. Interessant. Sowas auch sehr interessant, ne? So ein Unfall und so, und dann steht da auch, wird alles blockiert. Dass die Kunden aufpassen, wie ich fahre. Also ist irgendwie logisch, aber bei Taxi Driver gibt's extra Geld, wenn du coole Sprünge machst und so. Das habt ihr euch jetzt gerade alle wirklich selbst eingebrockt, ne? Wir hätten auch fahren können. Es war grün. Echt? Ja, ihr habt mich doch schon. Ihr habt mich doch schon. Man kann auf, mit der Kamera kann man wirklich sehr schwer erkennen, wie schnell man ist. Das fühlt sich einfach weniger schnell an. Officer? Ich habe den Tempomat mal angemacht. Ach nee, ich habe geblinkt. Entschuldigung. Das wäre der Tempomat. Also das hier. Da. Aber das hilft mir jetzt natürlich nicht viel, wenn ich... Oh Mann, ich habe schon wieder keinen Sprit, ne? Tankstelle müssen wir auf jeden Fall auch irgendwann nochmal anfahren. Ich glaube aber fast... Ich glaube fast, dass das hier jetzt wieder so eine enge Kiste wird, wenn ich das nicht schaffe. Ich werde wahrscheinlich Not tanken müssen. Ich mache mal eine andere Mucke. Wir haben ja jetzt schon echt einiges gehört, aber kann man ja noch mal ein bisschen... Thunderhead! Ring Co-op mit Sia. Ja, ist geplant um 4. Ich habe Sia auch schon gefragt, ob er nicht vielleicht schon früher kann. Weil ich halt jetzt schon am Start bin, vielleicht will er ja. Aber mal gucken, ich weiß nicht, ob er Zeit hat. Also früher, meine ich. Aber ansonsten um 4, ja, 2 Stunden Elden Ring Co-op Seamless Mod. Sehr schön. 9 Euro pro Liter, ja, das sind Preise, ne? Das spielt in der fernen Zukunft, 2025. Es ist das Jahr 2025. Automobile sind das teuerste Fortbewegungsmittel der Welt. Viele sind deshalb dazu übergegangen, sich von SpaceX transportieren zu lassen. Alter. Was willst du? Okay. Irgendein Windschutzscheibending muss ich anmachen. Keine besseren... Keine größeren Probleme offensichtlich. Fenster schließen. Nee, die sind doch alle geschlossen. Scheibenwischer. Ja, okay, so ist doch gut. Slow down. Ist ja gut. Schön langsam. Ja, wundervoll. Die Zebrastraße. Schwer. Taxifahren ist keine einfache Sache. Lasst euch... Oh, das ist schön, ne? Schöne Optik gerade. Hallo. Können Sie bitte mir einen Gefallen tun und nicht wieder mittendrin abhauen? Das sind 4 Kilometer. Meine Kinder kriegen keine Bohnen, wenn ich... nicht einen Fahrgast wenigstens pro Tag kriege. Das macht dann auch nur 900 bis 800 Euro. Ist ja auch eine Strecke, 4 Kilometer. Schön langsam.
Schön rumkriechen. Was ist denn eigentlich, wenn Passanten über die Straße gehen und da ist kein Zebrastreifen? Dann kann ich doch höchstwahrscheinlich drüberfahren. Ist ja nicht meine Schuld. Muss ich auch nicht anhalten, weil ich habe ja einen Fahrgast. Hä? Ach, bei der Musik schlafe ich ein. Tut mir leid, Gast. Das war knapp, ne? Geht nicht mehr. Gibt keine... Ah, okay. Ich verstehe. Gibt nur 5 Tracks. 5 Kanäle. Aber Lichter könnte ich anmachen. Jetzt habe ich sogar angefangen zu blinken. Mein Gott, ich bin wirklich Endstufe Autofahrer. Da hauen wir mal richtig. Oh shit, das war schon wieder. Okay, Tempomat. So, 63. Das ist geil. Tempomat ist eine ganz gute Sache. Oh, da hatte ich mal eine Wohnung. Hier da drüben habe ich mal gewohnt, habe ich Ihnen schon erzählt. Sie hören ja gar nicht zu. Warum ist denn der Motor ausgegangen? Okay, blinken. Das war gelb. Als ich hingeguckt habe, war es gelb. Es war noch gelb. Damit wollen sie einen abzocken. Damit wollen sie einen abzocken, Madame. Jetzt komm schon! Weg mit dir! Raus aus meinem Taxi! Ich sag dir, mein Freund, wenn du in 10 Minuten immer noch da bist, fahr ich ins Wasser! Hier wohnen sie, hier können sie nun raus, Arschloch! Kommen sie nie wieder! Was? Ja! Puh! Schwierigkeitsgrad schwer war das sogar. Kundengeduld. Geht nach unten. Matthias Delgado. Ah komm, kann man nochmal machen. Das war gerade die Lautstärke von dem Ding nochmal. Ah ne, war schon richtig. Ist einfach ein bisschen leise noch. Ja! Scheinwerfer ändern geht nicht, okay.
Kann ich nicht? Sind meine Scheinwerfer kaputt oder was? Ach, der Motor. Warum ist denn der... Ach, der Tank ist... Alles ist kaputt! Die ganzen Bremsstreifen, ne? So, jetzt! Taxi. Herzlich willkommen im Smooth Taxi. Ich bin heute Ihr Fahrer. Silky Smoothie Simon. Und ich hoffe, Sie sitzen bequem. Mein Auto geht nämlich manchmal aus. Das liegt daran, dass ich schon so viele Fußgänger überfahren habe. Wenn Sie wüssten, wie viele sich hier in meinem Kühlergrill schon längst den Motorraum teilen, dann würden Sie verstehen, warum ich Sie heute hier nicht mehr rauslassen kann. Sie wissen zu viel. 30. Ach so, ich dachte, das wäre das Alter. Ja, seid ihr sicher, dass wir genug 30 Schilder aufgebaut haben? Brauchen wir nicht noch ein paar mehr? Nee, muss ja so sein, ne? Weil ja nach jeder Kreuzung scheinbar kann das wieder anders sein oder so. Smooth Simon. Getting you to your goal. Where you want to go, I bring you there. I drive the car that gets you there. Und dann quietschen meine Reifen. Und der Asphalt dampft. Überall Feinstaub. Alter! Okay. Ich fahre das Taxi. Das Taxi fährt mich. Keiner von uns weiß, wer wirklich der Chef ist. Wer ist das Taxi? Wer bin ich? Ich habe sogar schon Erfahrungspunkte bekommen, ne? Warte mal. Ey, also wirklich, das ist doch was eindeutig kaputt beim Route Finding, oder? Weil ich meine, warum soll ich denn jetzt den ganzen Weg da hochfahren? Warum nicht einfach einen U-Turn? Also, auf die Frage, ob das Spiel was taugt, muss ich sagen, das ist wirklich... Also ich meine, es ist natürlich ein Taxi-Simulator, aber das ist verdammt gut gemacht. Also da ist alles drin, ich kann es natürlich nicht, aber da ist im Grunde alles drin, was man so braucht. Du holst die ab, du fährst sie wohin, du musst die Regeln beachten. Es wird dir schwer gemacht, cool zu fahren, so dass man auch noch Punkte am Ende kriegt. Und man muss ständig auf sein Auto achten. Finde ich an sich völlig authentisch und realistisch, finde ich nicht schlecht. Na komm, einen machen wir noch. Den schweren. Den schweren will ich dir nicht verwehren. Doch möglicherweise wirst du daran lange zehren. Okay, ich überfahre den mal. Ich meine, überhole den mal. Smooth Taxi. Steigen Sie ein bei mir und steigen Sie aus woanders. Das ist der Plan. Und dann bezahlen Sie mich. Ich bin der Taximon. Ist ganz abgefahren. Ich weiß gerade nicht, sieht das nur so aus? Kann man da reingucken? Oder ist das nur die andere Seite? Ist das quasi nur die Spiegelung? Nee, ne? Also, das ist abgefahren, dass die...
Gebäude zum Teil wirklich Inneneinrichtungen haben. Oh, ich darf nicht, shit, ich darf hier kein Sightseeing machen. Ich muss abfahren, abliefern. Am Ende fragen sie doch nur, ob du alle ordentlich abgeliefert hast. Tempomat. Ich würde gern meine Erfahrungspunkte noch pushen und dann gucken, was ich dafür kriegen kann. Dann, Alter, fahr jetzt auch! Alter, hier kann man wirklich nur Road Rage werden, weil einfach so viel Idioten rumfahren. Alles Amateure außer mir. Einfach komplett fail. Haben wir noch vielleicht ein bisschen Not tanken? Ich gebe das ganze Geld wieder für Sprit aus, ne? Das ist einfach alles falsch gelaufen. Dass diese schnelle Reparatur und das schnelle Auftanken reingenommen haben, ist schon echt eine gute Sache. Muss man sagen. Nee, Moment, will ich das überhaupt? Langer Weg, kurzer Weg. Ihr seht, dass mein Auto so ein bisschen eiert. Ne? Das ist schon, das soll so sein. Deswegen habe ich es gekauft. Da sind die Reifen platt. Auf jeden Fall ist hier einiges kaputt. Ich habe sie doch eben schon repariert. Kann das Ding denn aufhören, die ganze Zeit kaputt zu gehen? Ah, die schnelle Reparatur geht gar nicht. Also irgendwas ist mit der schnellen Reparatur, warum die nicht geht. Sie wird nicht aktiviert. Dann halt abschleppen. Oh, ich muss mal ganz kurz, aber nur eine kurze Sekunde. Ich gebe euch ein bisschen Mucke. Kurz aufs Klo, ich bin gleich wieder da. Okay. Fertig. Das Spiel kostet knapp 30 Geldeinheiten. Kommt drauf an, welche Einheit. Oh, auch die, tatsächlich die Litfaßsäulen sind gar nicht so uncool, ne? Die sehen schon irgendwie echt aus. Okay, schnell mal jemanden abholen jetzt. Hier ist doch auch jemand. Bist du? Da, perfekt. Das ist ein Weg. Den kriege ich hin, ohne Unfall. Fast. Hier, ihr Taxi! Taxi! Machen wir ein bisschen lauter, dann hören wir mal nur die Geräusche der Straße. Hey, Mann, die haben aber auch alle keine Kühlung. Ihr habt alle keinen Spaß am Leben. Keiner will mal ein bisschen schneller fahren. Ich würde hier halt einfach gerne über dieses Plateau fahren. Aber nee, geht wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß, man soll die nicht umfahren, aber... Ach, das geht's nicht. Na komm.
I hope your driving improves before someone gets hurt. Nope. Das wird nicht passieren. Ja, komm, machen wir nochmal einen. Habt ihr noch Bock? Ich habe auch noch ein anderes Rennspiel. Wir haben auch noch Mud Runner. Das muss ich auch noch spielen. Werde ich gleich auch nochmal ausprobieren. Mal gucken, wie viel Ärger ich kriege, wenn ich hier einmal abkürze. Gar kein. Ha! Lifehack. Jetzt fahre ich so schnell. Wollte ich gerade sagen, bis die Geduld abnimmt. Oh ja, kommst du in mein Taxi, mach ich die Türen zu. Und dann sind wir ganz allein, 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 allein in meinem Taxi, zu dem nur ich den Schlüssel hab und den hab ich in meinem Po. Finde ihn oder komm nie wieder heim. Yeah, yeah, Schlüssel in meinem Po. Schlüssel ist in meinem Hintern drin, ganz tief hinten im Mastdarm. Und du kommst erst raus, wenn du ihn holst. Das sind die Regeln meines Taxis. Hand in den Hintern oder laufen. Du musst ja nicht mit mir mitfahren. Das hättest du dir ja auch früher überlegen können. Denn jetzt hab ich den Schlüssel in meinem Hintern, konnt ja nicht wissen, dass du das nicht willst. Hätte ich mir auch sparen können, wie soll ich wieder rauskriegen? Ganz ohne Hilfe, Schlüssel im Hintern. Nein, halt, hör auf, geh nicht raus! Sie ist weg. Warum klappt das nie mit mir und den Frauen? Ich weiß es auch nicht, es muss am Schlüssel liegen. Da gehen die Ersten. Das ist mir jetzt zu viel. Viel Spaß noch. Ich gehe nicht raus, bevor dieser Saal nicht leer gespielt ist. Ja. Also, das Lustige ist ja, ne, um es mal zu erklären. Wenn man streamt, um damit Geld zu verdienen, ist es natürlich scheiße. Dann muss man alles immer so machen, dass alle sagen, oh, das war aber toll, dafür zahle ich jetzt aber Geld. Aber wenn ihr streamt, einfach nur, weil ihr Bock habt, dann könnt ihr so viel Scheiße machen, wie ihr wollt. Und am Ende finden es dann auch die richtigen Leute gut. Nämlich ich. War das ein... Yeah, Schlüssel in meinem Hintern. Ah, oh! Scheiße! Ja, richtig. Nee, warte, kann ich nicht einfach hier durchfahren? Ja. Ich nehme die Abkürzung, die kleine Abkürzung. Ach komm, ey. Wie sie extra den Monitor rütteln lassen. Die kleine Grenze hätte ich normalerweise einfach durchbrochen. Oh, was hier? Das kenne ich gar nicht. Was ist denn das? Irgendeine Barcelona-Tradition? Irgendwelche... Machen die da Picknick? Sind das Badehandtücher? Hat sich da jemand die Straße reserviert? Keine Ahnung. We'll be right back.
Hi. Okay, sie merkt aber nicht, dass ich auf der falschen Straße fahre. Okay. Rot. Hat keiner gesehen. Gut. Wollen Sie mal ein bisschen andere Musik haben? Ich habe noch andere Musik. Gucken Sie mal, ich habe noch Groove Radio. Ich habe Thunderhead. Oh, die finde ich ja so geil, die Thunderheads, ey. Ich sag Ihnen, ich war da letztens auf dem Konzert. Da habe ich den ganzen, habe ich so eine Fledermaus, hat er den Kopf abgebissen. Und danach eine Ratte. Und dann hat er noch eine Ziege gehabt. Ich sage Ihnen, der hat der Ziege den Kopf abgebissen. Jetzt hören Sie doch mal auf. Hören Sie doch mal zu, was ich Ihnen erzähle. Der Ziege haben die den Kopf abgebissen. Ein durch der Viervierteltakt bei den Drums. Ich begrüße Sie. Ich will Auto fahren, da will ich immer direkt über alles drüber fahren. So. Tempomat, 40. Ach, meine Leute, ne? Ist spät heute hier, spät geworden, ne? Was haben Sie denn gemacht? Waren Sie im Theater? Sie sehen aus wie jemand, der im Theater ist, hier mit dem Rollkragenpulli, mit dem weißen, ne? Sie sind bestimmt so Elite der Stadt. Ja, ne? Da würde ich auch Taxi fahren. Wenn ich jemand wäre wie Sie, da würde ich jetzt nicht mit dem Taxi fahren, würde ich nicht mit der S-Bahn fahren, ne? Ich weiß, da haben Sie nicht so das Problem mit, aber da raufen man sich ja die Haare. Haha, weil sie eine Pläte haben, ne? Na, ist ja nicht schlimm, hab ja auch keine mehr, ne? Ach, ist doch nicht schlimm, sag ich immer. Und sie haben doch eine schöne Frau da bei sich. Ist doch kein Problem. Die scheint das doch in Ordnung zu finden. Oder ist es ihre Tochter? Ich weiß es ja nicht. Au, oh, schön, das war wegen der Glatze. That was a reckless move. Die Frisur von deinem Mann ist a reckless move. So, also zurück zu uns beiden. Was? Oh, sie haben aber auch, sie sind einer von denen, ne, die immer was haben, ne? Da sind sie immer unzufrieden. Immer muss was sein. Alles für den Fahrgast. Wie? Leave her! Have a nice day. Leave her! He left her! What? Er ist sitzen geblieben, ne? Keine Ahnung, was das jetzt war. So. Er sitzt original immer noch drin. Was ist denn jetzt los? Hast du jetzt einfach dir eine neue Frau gesucht? Sie sind mir aber auch einer, ne? Sie sind mir ein Jung, ich sag's euch. Ja, macht er hier die Frauen vom Rücksitz aus klar. Ich glaub's ja nicht. Das ist interessant, Informationen. Die Rambla ist das St. Pauli von Barca. Also Barcelona ist das, oder? Ups. Gleich habe ich Stufe 3. Einen will ich noch mal. Ich will durch noch Stufe 2 kriegen. Was ist das denn hier? Liegen gebliebenes Auto, kleiner Unfall. Okay, komm, egal. Nee. Ja doch, komm. Fahren wir da lang. Aber halt schön illegal. Wer die Einbahnstraße nicht falsch befährt, ist einfach feige. Ist einfach feige. Wer in der 30er-Zone auch nur 30 fährt, ist eine Feige. Ist eine Feige. So,
Man sollte sich an die Verkehrsregeln halten. Na, wie du richtig sagst, sollte. Es ist also eine Empfehlung, die man bei Bedarf in Notfällen eben auch anders interpretieren kann. Es ist mehr ein Live-Tipp, so ein Live-Pro-Tipp. Ein Live-Hack. Ja, gelb reicht mir. Also gerade so diese Spurwechsel ohne Blinken und so, gut, dass es dafür keinen Schaden gibt oder keine Absicht. Ach, schon wieder kein Sprit, ne? Ich fühle mich der schlechteste Taxifahrer. Einfach nie Sprit. Aber guck mal, wir haben so schön geredet. Das bisschen Abzug, damit ich dich schnell wieder rauskriege. Auch cool, dass man durch mein Fenster sogar hier mein Display sehen kann und so. Der gibt mir komische, widersprüchliche Angaben, der Typ. Okay, jetzt habe ich aber wirklich auch genug. Ich finde, wir haben genug gemacht. Karriere speichern. Klar. Monster-Taxis, wenn sie auch erst morgen ankommen können. Okay, Leute, boah. Also, kurz mal eine Meinung zu Taxi Life City Driving Simulator. Ich finde, die haben das ganz gut gemacht. Da kann ich eigentlich gar nicht meckern. Die haben alles so umgesetzt, wie man es vom Taxifahren haben will. Klar, da sind ein paar Bugs drin, habt ihr gesehen. Nicht immer ist alles so, wie man es vielleicht gerne hätte oder wie man es kennt. Und die Gäste sind manchmal anstrengend und das Fahren ist natürlich dann eher behäbig und ein bisschen langweilig, weil man natürlich nicht so schnell Amok fahren darf. Aber ja, war auf jeden Fall eine schöne Nummer, fand ich eigentlich persönlich, ne? Oh, was geht bei euch noch? Keine Geduld. Achso, es geht um die Gäste, ne? Dass die Gäste keine Geduld haben, aber gleichzeitig meckern, wenn man zu schnell fährt. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Also es ist wirklich, sagt der Chat auch, war wirklich ein interessantes Spiel, ist echt nicht schlecht. Kann man machen, ne? Kann man gut machen. Habe ich ja schon seit 2 Wochen oder so, habe ich den Key bekommen, habe ich das schon auf meiner Liste stehen und hab's, weil ich auch dachte, es ist vielleicht ein bisschen langweilig, habe ich so ein bisschen immer zurückgehalten. Aber jetzt muss ich sagen, doch, kann ich sehr empfehlen. Eine Stunde hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber man muss natürlich wissen, was man da kriegt. Nämlich genau das, ne? Ein Taxisimulator. Okay, Leute, wir haben noch ein wenig Zeit, bevor es losgeht mit Elden Ring. Und deswegen machen wir jetzt schnell mal eine Runde South Park Snow Day. Ihr habt es vielleicht hier und da schon mal irgendwo gesehen. Ich selbst habe es noch nicht gesehen. Ich habe jetzt erst den Key bekommen. Tatsächlich hat man da wohl sehr aufgepasst, wer die Keys bekommt. Und die mussten alle akkreditiert werden und so. Und irgendwie habe ich den dann nicht bekommen. Ich weiß auch nicht, warum. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Boah, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen!